Hallöchen Leute und willkommen zurück zur Moto3, heute aus dem schönen Frankreich in Le Mans. Ja, und wenn wir keinen LMP1 Boliden fahren, dann sollten wir zumindest von technischen Defekten verschont bleiben an diesem Rennwochenende. Und ich hoffe, dass wir zumindest im Qualifying jetzt ordentlich loslegen können, eine gute Zeit absetzen und uns dann vielleicht im Renntrim nochmal gut behaupten können. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los. So, ansonsten gab es auch noch ein kleines Missverständnis, nämlich Thema Geraden und Gasannahme. Nämlich immer, wenn ich schalte, da ist der grüne Balken, der rechts unten das Gas darstellt. Natürlich für einen Moment leer, bedeutet aber nicht, dass ich da die Taste zum Beschleunigen loslasse, sondern dass wir halt schalten. Ganz simpel. So, und jetzt gucken wir mal, wie wir hier die Strecke hinbekommen. Keine Sorge, wir fahren nicht den gesamten Le Mans-Kurs. Das ist die kürzere Variante und ich habe direkt eine noch kürzere Variante gefunden. Okay, gut. Die erste Runde wird nicht so schnell. Ich habe mich erstmals getraut, die erste Kurve, also die Rechtskurve, nicht die Schikanen danach vollzunehmen. Und ja, direkt kam er mit einem ordentlichen Überschuss angeschossen. Ansonsten die Strecke ziemlich schön, wie ich finde. Da oben haben wir auch einen Helikopter, der hat da auch wahrscheinlich eine ganz gute Aussicht. Hier kann man noch ein bisschen später bremsen, aber solange wir noch in der zweiten Einführungsrunde sind, sage ich mal, muss ich das jetzt auch nicht alles super schnell angehen. Bei dieser Schikane würde ich empfehlen, sich ein bisschen weiter rechts zu halten, um dann hier einen etwas weiteren Bogen fahren zu können. Fühlte sich ganz gut an. So, dann gucken wir mal, ob die zweite Runde was wird. Na, ich will da auch einfach echt ein bisschen zu spät bremsen. Okay, springen wir kurz zurück zur Box. Eieieiei. Okay, die Jungs sind ordentlich flott unterwegs. 54 Grad Streckentemperatur, meine Güte. Das ist echt heiß. Boah. Also ich glaube, ganz so erreicht mein Zimmer die Temperatur im Moment noch nicht, obwohl der Rechner auf Hochtouren läuft. Das Lenkrad lief gerade auch noch auf Hochtouren bei Formel 1. Auch das Mischpult beispielsweise lässt auch einiges an Dampf ab. Also nur sprichwörtlichen Dampf. Glücklicherweise. Die Schikane war okay. Da habe ich vielleicht ein bisschen zu früh versucht zu beschleunigen. Ich glaube, das ist auf der Strecke ganz besonders wichtig, zu versuchen, schon früh wieder raus zu beschleunigen.
Zumindest aus den letzten zwei Kurven, aus denen wir rausgekommen sind. So, der Ausgang sah auch okay aus, glaube ich. Und jetzt bitte die kommende Schikane gut erwischen. Ich hatte da immer noch schon ein bisschen noch zu früh gebremst. Okay. Und der letzte Abschnitt war auch ein bisschen langsamer, aber in den ersten zwei Sektoren sah es gut aus und das ist die sechste Position immerhin. Boah, war das schnell? So, jetzt die Schikane noch ein bisschen besser hinbekommen. Das ist so ein bisschen eine Mutkurve, finde ich, der Linksknick. Mutprobe bestanden, würde ich mal behaupten. So, sehr schön aus der letzten Kurve nochmal rausgekommen und das ist tatsächlich die Pole Position mit 16 Sekunden Vorsprung und ich glaube, dass an diese Zeit kaum noch einer rankommen dürfte. Ja, das war mal wirklich eine saubere Runde. Die Frage ist halt nur, kann ich das auch konstant im Rennen abrufen? Denn da scheitert es immer wieder dran. So, im Moment haben wir zum Glück nur 51 Grad auf der Strecke. 54 Grad werden es erst im Rennen sein, also... Da sind wir noch ein bisschen mit dem blauen Auge davongekommen. Und tatsächlich reicht es auch mit 14 Sekunden Vorsprung für die Pole Position. Ja, ansonsten wurde mir auch ein bisschen was mitgeteilt bezüglich der KI-Zeit im Qualifying. Und zwar fand ich den Kommentar sehr interessant. Da ist ein User, ich habe den Nickname gerade nicht mehr im Kopf, aber an der Stelle schöne Grüße. Da ist ein User nämlich einer KI hinterhergefahren auf ihrer schnellen Runde. Und er hat quasi beobachten können, dass er quasi eine 46er-Zeit auf irgendeiner Strecke, glaube ich, gefahren ist. Komisch, die Zeit kann ich mir merken, aber den Nickname nicht. Aber auf jeden Fall ist er eine bestimmte Zeit gefahren. Und die KI ist, glaube ich, mit einem ähnlichen Abstand wieder ins Ziel gekommen. Also die KI ist insofern dieselbe Zeit gefahren. Allerdings wurde ihr eine 2 Sekunden langsamere Zeit angerechnet im Qualifying. Finde ich seltsam, keine Ahnung, was da los ist. Allerdings verbessert man sich selbst ebenfalls im Qualifying. Das ist auch so eine Sache, nicht im Qualifying, im Rennen, sorry. Im Qualifying, wenn man da das Maximum rausholt, wäre es eigentlich fast schon logisch. Aber im Rennen ist man immer einen Ticken schneller. Finde ich halt ein bisschen seltsam, aber gut, schauen wir mal, wie es heute läuft. Eventuell gibt es auch wieder dicke Punkte. Okay, geil. Gut zu wissen, dass ich nicht der Einzige bin, der hier Kurve 1 vermasselt. Ja, Bulega im Moment der Führende der Gesamtwertung auf der 6.
Das ist die Chance, einige Punkte ranzukommen. Okay, auch so ist die KI beim Starten ein bisschen schneller. Zumindest mir. Hötten ist, glaube ich, von 11 auf 4 nach vorne gekommen. Oder 12 auf 4. Kollege jetzt schon auf der 4. Na gut, da gibt es echt einige Positionsverschiebungen hier und oh, die Reifen überhitzen. Da muss man aufpassen. Gut, viel kann man nicht unbedingt dagegen machen. Ein bisschen sanfter fahren, aber. Ich glaube, es wäre durchaus auch eine mögliche Alternative gewesen, hier härtere Reifen mitzunehmen. Zumindest die mittlere Mischung. Alter Falter, da kommt jemand mit super krassem Windschatten. Bisschen weit rausgekommen. Hey Mate, halt dich ein bisschen zurück. Okay, nicht gut. Okay, die sind für die vorletzte Kurve unerwartet langsam. Oh Gott, wie viel schneller sind die denn bitte auf der Geraden? Okay, das war echt lächerlich. Wie viel schneller sind die denn auf der Geraden gewesen, bitte? Und jetzt lasse ich mich zu Fehlern verleiten. Ja, aber da hat sich halt mal wieder gezeigt, wir sind noch ein bisschen, was das Material angeht, einfach im Nachteil.
Aber wir können uns noch mal ein bisschen zurückkämpfen. Also da besteht auf jeden Fall eine gute Möglichkeit jetzt. Qualifying-Bremspunkt funktioniert auf jeden Fall nicht mehr. Ey! Das ist nicht die Stocker-Crash-Challenge, Mensch. So, dann mache ich mal dieselben Aktionen, die die Jungs auch machen. Nur fahre ich den nicht aufs Hinterrad, sondern lehne mich ein bisschen in den Kurven an. Ich glaube, das ist fair. Oder das klingt zumindest fair. Was für ein Unterschied ist das denn in Sachen Geschwindigkeit, Mensch? Wie viel PS mehr hat der denn? 50? 100? Oder hat er plötzlich nochmal so einen schönen Hybridmotor angeschmissen? Dafür ist ja eine Kurve total Potato gewesen. So, komm schon, jetzt müssen wir auch mehr Windschatten haben als der Kollege hinter uns. Wenn der jetzt rankommt, weiß ich auch nicht. Ich wollte sogar noch ein bisschen später verzögern, weil ich gesehen habe, dass die auch später bremsen. Aber die haben alle die Kurve nicht optimal bekommen. Ich hätte bei meinem Bremspunkt bleiben sollen. Podiumsplatz ist aber noch drin, ne? Und Bulega könnten wir... Ah ne, das ist Kané. Ja, da habe ich die mal kurz nicht auseinanderhalten können. Ich glaube, Bulega ist auf 2 ziemlich einsam unterwegs. Einsamer ist nur der Gesamtführende.
ist der fünfte Platz. Wir kommen nach vorn. Das Hinterrad baut wieder ordentlich ab. Und die treffen alle nicht den Bremspunkt. Die treffen, glaube ich, alle nicht den Bremspunkt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das die schnellste Linie sein soll. Und weil uns jemand hinten reinfährt, schaffen wir es nicht, davon zu profitieren. Können wir das wiederholen, was uns zum Saisonauftakt gelang? Ein Podiumsplatz. Mann, sind die in der vorletzten Kurve langsam, ey. Darf doch nicht wahr sein. Ich hätte so viel Schwung auf diese Gerade mitnehmen können. Und da ist Oettel einfach innen. So, ziehen wir dieselbe Dive Bomb ab. Weil gefragt wurde, was eine Dive Bomb ist. Eine Dive Bomb ist, wenn du innen reinstichst mit einem extremen Überschuss an Geschwindigkeit. Aber aus einer Position, und das bezeichnet auch so ein bisschen, also das macht einen normalen Angriff auch erst zu einer Dive-Bomb, aus einer Position, aus der du es eigentlich regulär nicht mal wirklich versuchen könntest. Also wenn du wirklich aus einer sehr aussichtslosen Situation einfach voll hart reingehst, das ist dann die Dive-Bomb. So, den fünften Platz sollten wir hoffentlich halten. Ja, ich fahre jetzt auch mal ein bisschen meine Ellenbogen aus. Kann ja nicht sein, dass ihr mich hier so hin und her schiebt, wie ihr wollt. Und es am Ende des Tages auch noch funktioniert. Thank you.
Aber das ist ein fünfter Platz. Das ist wieder mal eine gute Punkteplatzierung. Und ich denke, damit kann man zufrieden sein. Damit kann man zufrieden sein. Wir holen wieder einige wertvolle Punkte für unser Team. Wir holen wieder einige wertvolle Punkte für unseren Hersteller. Und in der Fahrermeisterschaft, da ist zwar der gute Nicolo immer noch ein bisschen, oder Nicolo immer noch ein bisschen weiter, ja, weg wieder. Allerdings, ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Wir kriegen ja auch bald das Motoren-Upgrade. Ansonsten von der Bestzeit her, da waren alle vorne nicht so weit voneinander entfernt. Oettl war ein bisschen deutlicher weg. Allerdings, ja, waren wir zweitschnellster, was die Bestzeit angeht. Aber gut, das sollte hoffentlich in den nächsten GPs ein wenig besser laufen. Trotzdem, wie gesagt, der fünfte Platz, ziemlich ordentlich. Wir haben gut zur Form gefunden, beziehungsweise wir waren, glaube ich, ganz gut in Form. Nur ist es halt immer wieder schwer, deine Pace abzurufen, wenn du, egal wann du ein bisschen weiter ausholen möchtest für ein bisschen mehr Schwung, direkt jemanden in hast. Du bist da quasi gezwungen, fast immer Kampflinie zu fahren oder halt die Kurven immer sehr spitz anzufahren. Und ihr habt es gesehen, in den letzten zwei Kurven, da bin ich sehr, sehr hart gefahren. Das war vielleicht nicht unbedingt so schnell, aber das war auf jeden Fall notwendig, damit wir die Position halten. Und es hat funktioniert. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ich werfe einen Blick ins Replay und wir sehen uns dann gleich wieder beim Meisterschaftsstand. Und der erste Pilot knackt die 100er-Marke. 101 Punkte für unseren Meisterschaftsführenden und wir haben mittlerweile 56 Punkte angesammelt. Das ist schon ganz ordentlich. Zwar ging ein bisschen mehr, glaube ich, aber ich denke mal, mit dem Upgrade und mit einer leichten Einfindungsphase, sage ich mal, da geht, glaube ich, noch ein bisschen was mehr. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie es hier insgesamt ausschaut. Okay, diese Animation möchte ich nicht sehen, wo die aneinander vorbeigreifen oder so. Das ist so ein bisschen cringy, finde ich, wenn du da zuguckst und die kriegen das nicht hin. Ziel des Rennens P25 und unser Teammate schafft tatsächlich den 24. Platz. An uns sind die Forderungen sehr viel höher. Wir sollten 8er werden, sind aber 5er geworden. Das ist ganz ordentlich. Okay, gut, dann würde ich sagen, hoch 4000 Kosten. Für die Fahrer 4000, okay. Hatten wir die immer? Hatten wir immer 4000 Kosten? Okay, krass. Ja, ansonsten, unser Teammate hat sein Ziel ebenfalls erfüllt. Das ist natürlich eine super Sache. Gut, und in der Garage sehen wir, dass wir unser Bike weiterentwickeln können. Und der erste Schritt hat tatsächlich nur das Bike auf 80% verbessert. Und ja, anscheinend wurde der Bug behoben, dass man direkt eine sehr, sehr krasse Leistungssteigerung da bekommt. Beziehungsweise, dass einem eine krasse Leistungssteigerung angezeigt wurde. Und ja, was ich auch schon gelesen habe, ist, dass man eventuell nicht alles an von seinem Geld direkt in das Moto 3 Bike investieren sollte, dass man vielleicht auch mal ein bisschen was ansparen sollte für das Moto 2 Motorrad. Gut, dann würde ich sagen, können wir eventuell noch mal was verbessern. Ja, was genau sollten wir hier verbessern, ist die Frage. Also Motor Upgrade noch eins wäre natürlich ganz gut, kostet aber natürlich eine ordentliche Stange Geld. Ich glaube, die Bremsen wären im Moment der beste Mittelweg. 5 Wochen würde das dauern und 50.000 hätten wir auch noch für die zweite Werkstatt. Kaufen wir uns und Moment, hier können wir direkt ein zweites. Ah, okay, okay, das ist ein cleveres System. Das ist geil. Ja gut, dann nutzen wir mal den Aktivitätentag und Mist, Renn-Credit-Bonus gibt's hier nur. Ja, jetzt hätten wir natürlich was gebraucht, wo wir direkt Kohle kriegen, weil dann hätten wir direkt unser Motorrad aufwerten können. Aber so müssen wir in Mugello erstmal mit einem laufenden Upgrade weitermachen. Das zweite Upgrade wird bald entwickelt. Das ist cool. Ja, ich dachte, man braucht den zweiten Platz, um das zweite Motorrad dazu zu teilen eventuell. Ich habe an Garagen gedacht, weil hier steht Garage und ja gut. Ich dachte, das sind die Garagenstellplätze für die verschiedenen Motorräder. Aber gut, wie auch immer. Wir haben es geschafft, hier das erste Upgrade zu installieren. Das zweite läuft schon und das dritte wird bald in Auftrag gegeben. Ich glaube, viel, viel mehr werden wir dann nicht mehr machen. Dann sollten wir vielleicht für die Moto 2 schon ein bisschen was sparen.
Aber ey, das läuft bis jetzt ganz gut und mal gucken, wie es in Mugello ausschaut mit unserem neuen Motor. Das Gute ist, dass wir hier auch eine super lange Gerade haben, wo wir den nutzen können, und es gibt einige Vollgaspassagen, zumindest mit dem Moto 3 kann man die ziemlich voll nehmen, und ja, da wird sich die Wirkung des Motors wahrscheinlich auch zeigen können. Gut, ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Einschalten und hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn dem so ist, könnt ihr mir ja gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Ich würde mich sehr freuen. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter mit MotoGP. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Macht's gut.